Okay, das ist jetzt das 12. Video, das du hochladen tust. Rechnen wir jetzt das mal von deiner YouTuber-Zeitrechnung auf eine normale Zeitrechnung um. Das heißt, jeden Montag um 13 Uhr 12 Videos, 12 Wochen, 3 Monate, ein Vierteljahr. Das heißt, seit über einem Vierteljahr sagst du, dass du ein Intro brauchst. Jetzt nimm einfach mal ein Intro, es muss ja nicht ganz perfekt sein, stell das mal mit rein, deine Zuschauer werden dir dann schon schreiben unten in den Kommentaren, ob es gut ist oder nicht so gut ist. Und dann werden wir ja sehen, wenn ein neues Intro kommt, dass das dann reinsetzt. Aber deine Zuschauer haben ein Recht zu erfahren, wann das Video losgeht. Apropos losgeht. Ups, ich sehe gerade, die Kamera ist ja schon an. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Das letzte Video kam bei euch super an, das habe ich gemerkt. Vor allem die Vegetarier haben sich gefreut. Ich verspreche euch, dass wir in Zukunft auch wieder mehr vegetarische Gerichte machen. Aber wie ich auf Twitter schon angekündigt habe, heute möchte ich etwas Herzhaftes machen. Heute möchte ich einen Krustenbraten machen mit Semmelknödeln. Wenn ihr so wie ich immer wieder Kochsendungen anschaut, dann kriegt ihr von den Fernsehköchen dann immer wieder gesagt, ja, es muss ein Gericht sein, das jahreszeitgerecht ist. Ihr könnt meine Videos das ganze Jahr schauen, ihr könnt das ganze Jahr meine Rezepte ausprobieren. Ich finde, bei mir ist egal, wann ich welche Sache drehe. Dieses Mal möchte ich den Krustenbraten machen. Zu dem Krustenbraten ist Folgendes zu sagen. Den Krustenbraten machen wir im Backofen. Wichtig dabei ist mit der Schwarte, mit der Außenhaut, wie man damit umgeht. Manche möchten das essen, manche möchten das nicht essen. Für diejenigen, die das essen wollen, wenn ihr das Video diesmal anschaut, ja, ich habe eine Sache zu wenig gemacht, gebe ich ganz ehrlich zu, und zwar, wenn der Braten im Backofen ist, müsst ihr immer wieder den Backofen aufmachen, die Flüssigkeit, die Soße, die ihr habt, über den Braten leeren. Das Problem war, das habe ich dieses Mal nicht so intensiv gemacht. Die Kruste ist daher etwas dunkler. Ich kann euch aber sagen, das Fleisch ist zart geworden, schmeckt sehr gut mit der Malzbiersoße. Ich würde einfach sagen, steigen wir ein, legen wir los, lasse die Spiele beginnen. Los geht's! Für unseren Krustenbraten benötigen wir eine Sellerie kleingeschnittene, zwei gelbe Rüben kleingeschnittene, zwei Stangen Lauchzwiebel kleingeschnittene, eine Zwiebel kleingeschnitten, eine Knoblauchzehe kleingeschnittene, etwas Sonnenblumenöl, die üblichen Verdächtigen Salz und Pfeffer. Außerdem benötigen wir an Gewürzen 2 Lorbeerblätter, 3 Wacholderbeeren, etwas Paprika edelsüß und etwas Kümmel. Dann benötigen wir 300 ml Gemüsebrühe, 300 ml Malzbier, 1 kg Schweineschulter mit Schwarte, in diesem Fall von der hellischen Landsau. Als erstes müsst ihr jetzt von eurem Fleisch auf der schwarzen Seite hergehen und rautenartig einschneiden. Wenn ihr den Krustenbraten kauft beim Metzger, bietet er euch an, euch die Kruste klein zu schneiden. Das Angebot solltet ihr wahrnehmen. Ich habe gerade versucht, die Kruste selber klein zu schneiden. Das Ergebnis seht ihr. Wir werden trotzdem damit arbeiten, aber wenn es euch der Metzger macht, nehmt das Angebot an. Ihr habt es dann wesentlich einfacher nachher beim Kochen. Als nächstes nehmt ihr euch einen Mörser. Gebt zuerst rein einen Löffel mit Salz,
einen Löffel mit gemahlenem schwarzen Pfeffer. Einen Löffel Paprika edelsüß. Das Ganze vermischt ihr dann. Und dann gebt ihr etwas Öl hinzu. Und jetzt tragt ihr die jetzige Masse aufs ganze Fleisch rundherum auf. Als nächstes gebt ihr jetzt das Fleisch in ein Behältnis, das ihr in den Backofen schieben könnt. Wir nehmen davon den Deckel von unserem Bräter, legen das Fleisch dort rein, allerdings mit der Schwarte nach unten, ja, so rum. Dann gebt ihr die 300 ml Gemüsebrühe hinzu und die 300 ml Malzbier. Und dann braucht ihr einen Backofen, den ihr auf 180 Grad Umluft vorgewärmt habt. Und das Ganze kommt jetzt für 30 Minuten in den Backofen. Wenn ihr nach 30 Minuten euren Braten aus dem Ofen holt, sieht er erstmal so aus. Jetzt müsst ihr den Braten wenden, dass die Schwarte nach oben zeigt. Jetzt gebt ihr alle Zutaten, die ihr noch habt, mit in den Bratenfond hinzu. Jetzt gebt ihr das Ganze nochmal für 60 Minuten in den Backofen. Allerdings müsst ihr den runterdrehen bei Umluft von 180 auf 160 Grad und 60 Minuten im Backofen lassen. Wenn ihr nach einer Stunde den Krustenbraten rausholt, nehmt ihr jetzt etwas Honig und bestreicht damit die Schwarte. Und das Ganze muss jetzt für 30 Minuten nochmal bei 160 Grad in den Backofen. Und jetzt sieht euer Braten so aus. Jetzt müsst ihr das Fleisch herausnehmen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass ihr das Gemüse aus der Soße herauszieht. Zum Abschluss gehen wir jetzt her und leeren nochmal einen Viertel Liter Malzbier dazu, lassen das Ganze aufkochen und dann könnt ihr es nach Geschmack abschmecken und fertig ist euer Krustenbraten in Malzbiersoße. Nachdem wir den Krustenbraten jetzt fertig gemacht haben, brauchen wir jetzt noch die Beilage. Als Beilage habe ich mir dieses Mal überlegt, Semmelknödel zu machen. Die machen wir nach einem ganz einfachen Rezept, geht ganz schnell. Schaut es euch an, lasst die Spiele beginnen, los geht's! Für unsere Semmelknödel brauchen wir zum einen ein Toastbrot klein geschnitten, eine halbe Zwiebel, eine Handvoll Petersilie klein geschnitten, anderthalb Tassen voll Milch sowie etwas Öl, außerdem die üblichen Verdächtigen, Salz und Pfeffer und etwas Muskatnuss. Als erstes müsst ihr jetzt die Milch anwärmen. Nicht zum Kochen bringen, nur anwärmen. Als erstes müsst ihr jetzt die Milch zu dem Brot hinzugeben und das Brot darin einweichen. Als nächstes müsst ihr jetzt Öl in eine heiße Pfanne geben und dann die Zwiebeln glasig anbraten. Jetzt die Zwiebeln in das Brotmilchteig hinzugeben. Als nächstes gebt ihr jetzt die klein geschnittene Petersilie hinzu, etwas Muskatnuss, Salz und Pfeffer und jetzt knetet ihr das Ganze durch.
Wenn ihr fertig seid mit dem Kneten, dann sollte euer Teig wirklich aussehen wie ein Teig, also so. Jetzt müsst ihr daraus einen Probeknödel machen und diesen dann ins Wasser geben. Auch in dem Fall gilt die Regel wie schon bei den Kartoffelknödeln. Zuerst gehen die Knödel unter und dann, wenn sie hochkommen und schwimmen, dann sind sie fertig. Nach 15 Minuten sieht mein Testknödel jetzt so aus. Wenn der Testknödel nicht zerfallen ist, sondern ganz geblieben ist, so wie meiner hier, dann hat es funktioniert, dann könnt ihr jetzt die anderen fertig geformten Knödel hinzugeben und dann habt ihr eure Knödel fertig. Und so sieht unser Krustenbraten mit selber gemachten Semmelknödeln aus, wenn er fertig ist. Mahlzeit! Und so schnell haben wir unser Wochengericht gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Freuen würde mich auch, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es bei euch auf den sozialen Netzwerken, also Facebook, Twitter etc. teilen könnt, damit auch andere dieses Video sehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Tschaußen.